Ja, hallo liebe Freunde, da bin ich wieder mit meiner Presseschau zur Mitteldeutschen Zeitung. Letzte Woche gab es keine Presseschau, weil ich in Ungarn im Urlaub war, aber heute geht's weiter. Also an all diejenigen, die sich darüber gefreut haben, dass das jetzt aufhört, zu früh gefreut, es hört nicht auf. Also, drei Themen heute, einmal das linke Volksbegehren für mehr Lehrer, link im vollen Sinn des Begriffs, dann die Pseudodiskussion über die angebliche Diskriminierung von Frauen im Land und am Schluss, wenn wir ein bisschen Zeit haben, die Lage in Weißrussland. Jetzt zu diesem Volksbegehren. Also die Linke und die GEW und andere haben ein Volksbegehren gestartet. Also ein Volksbegehren ist der Versuch, ein Gesetz durchzubringen aus dem Volk, indem man Unterschriften sammelt, ein gewisses Quorum erreicht und dann kommt es im Landtag zur Abstimmung. Und wenn diese Abstimmung scheitert, also der Gesetzentwurf, der per Volksbegehren eingebracht wurde, wenn der keine Mehrheit findet, dann kommt es automatisch zu einer Volksabstimmung. Anliegen hier ist ein fester Personalschlüssel für Lehrer im Gesetz. Klingt erstmal nicht schlecht, Sachsen-Anhalt leidet unter Lehrermangel, wir brauchen mehr Lehrer. Nur leider bekommen wir diese Lehrer nicht dadurch, dass wir das Gesetz ändern und auf dem Papier einen Personalschlüssel verankern. Denn der Markt ist leergefegt, es gibt diese Lehrer in der Wirklichkeit nicht. Und da ist es ein typisch linker Bürokratismus, ein Gesetz zu machen, ja, und die Sachen auf dem Papier zu regeln und die Wirklichkeit zu ignorieren. Deshalb lehnt die AfD dieses Volksbegehren ab. Wir sind dafür, mehr Lehrer einzustellen, aber dazu müssen wir diese Lehrer finden. Wir müssen sie dazu bewegen, nach Sachsen-Anhalt zu kommen, wir müssen sie qualifizieren, wir müssen dafür sorgen, dass der Lehrerberuf aufgewertet wird, etc. etc. Es geht jedenfalls nicht so billig, wie sich die Linken denken, dass man einfach einen Personalschlüssel ins Gesetz schreibt. Angesichts der aktuellen Mangelsituation ist es sogar schädlich, denn dieses Gesetz würde dazu führen, dass man von heute auf morgen 2000 Lehrer einstellen müssen, die es nirgendwo gibt. Was soll das? Das ist doch wohl dummer Populismus und insofern freut es mich, dass die wahrscheinlich das Quorum nicht erreichen. Volksbegehren vor dem Aus, titelt die Mitteldeutsche Zeitung in ihrer Ausgabe Wochenende 22. 23. August 2020. Das Ganze hat auch noch einen weiteren Aspekt und zwar haben die das so geplant, dass dieses Volksbegehren, also würde jetzt erstmal in den Landtag, die rechnen damit, dass es abgelehnt wird, wird auch abgelehnt und dann gibt es diese Volksabstimmung und das ist so zeitlich eingerichtet, dass die Volksabstimmung dann mit der Landtagswahl zusammenfällt. Das Ganze ist also nichts anderes als ein Wahlkampf-Gag der Linken. Die machen Wahlkampf auf dem Rücken unserer Kinder, auf dem Rücken der Schulen, das ist absolut unverantwortlich. Und in diesem Sinne müsste das auch kommentiert werden. Dazu finden wir allerdings im Kommentar, also die Mitteldeutsche Zeitung kommentiert das auf Seite 6, gar nichts. Die Mühen der Demokratie, Hagen Eichler kommentiert, er bedauert jetzt, dass das Quorum wahrscheinlich erreicht wird und erklärt das damit, dass die Zivilgesellschaft im Osten immer noch geschwächt ist. Ja, sie müssen also 9% der Wahlberechtigten müssen da unterschreiben. Da bringt man Vergleich, ein Beispiel aus Bayern, wo im Volksbegehren für Artenvielfalt da 18% unterschrieben haben. In Sachsen-Anhalt ist das nicht, also jenseits dessen, was realistisch ist, weil hier eben noch nicht so viel Zivilgesellschaft herrscht und die Leute noch irgendwie träge sind und nicht so sehr demokratisiert. Ja, was heißt denn Zivilgesellschaft? Ja, dieser Begriff irritiert mich immer. Der ist, wird auch nie definiert, aber alle führen ihn im Munde. Zivilgesellschaft ist ein Begriff für ein Gesellschaftsideal der Altparteien und der Mainstream-Presse. Eine Gesellschaft nach den Idealvorstellungen der Altparteien und der Mainstream-Presse, das ist die Zivilgesellschaft. Dafür ist dieser Begriff eine Chiffre. Insofern bin ich ganz froh darüber, dass wir im Osten keine starke Zivilgesellschaft in diesem Sinne haben. Dafür haben wir viel gesunden Menschenverstand und vielleicht hat der auch die Leute dazu gebracht, dass sie jetzt nicht massenweise den Linken und der GEW auf den Leim gehen und dieses verlogene Volksbegehren für mehr Lehrer unterzeichnen. So viel dazu. Jetzt zu unserem nächsten Thema, die Gleichberechtigung. Oder anders, die Diskriminierung von Frauen. Die Diskriminierung. Was ist Diskriminierung? Diskriminierung ist die Ungleichbehandlung, die nicht gerechtfertigt ist durch Sach-
Sachgründe, die sachgrundlose Ungleichbehandlung. Wenn also zum Beispiel eine Professorenstelle ausgeschrieben wird und es bewerben sich darum mehrere Personen und eine Frau wird nicht genommen, weil sie Frau ist. So, das wäre Diskriminierung. Ihr seht an dem Beispiel, es gibt keine Diskriminierung mehr. Oder anders, es läuft eher andersrum, dass jemand genommen wird, nur weil er Frau ist. Oder vor allem, weil er eine Frau ist. Und das ist, geht natürlich auch nicht. Das ist dann die Diskriminierung, unter der wir heute leiden. Also die Diskriminierung von männlichen Bewerbern. Naja, aber das Establishment und die Mainstream-Presse, die sehen das ganz anders. Die glauben immer noch, eine Diskriminierung von Frauen zu entdecken heute. Und zwar machen sie das fest an folgender Zahl. Ich zitiere jetzt aus der Mitteldeutschen Zeitung, Donnerstag, 20. August 2020 auf Seite 6. Da finden wir einen Kommentar. Mehr Mut, bitte zu einem neuen Gleichstellungsgesetz. Und dort wird als Missstand identifiziert, dass 37,1% der Führungspositionen in unserer Landesverwaltung mit Frauen besetzt sind. Also nur 37,1% und nicht 50,0%. Ja, wie soll man das deuten? Das ist doch ganz klar Ausdruck des Umstandes, dass Frauen, anders als Männer, nicht so stark in Führungspositionen drängen. Aus freien Stücken. Und wenn trotz massiver Förderung und trotz massiver Bevorzugung zum Nachteil männlicher Bewerber halt nur 37,1% der Führungspositionen dann mit Frauen besetzt sind, dann ist das halt so. Aber nein, sie geben keine Ruhe, es müssen 50% sein und auch dieses neue Gleichstellungsgesetz in Sachsen-Anhalt reicht der Presse nicht und Jessica Quick fordert jetzt gegen Diskriminierung, also diese eingebildete Diskriminierung, brauchen wir härtere Bandagen. Interessant ist jetzt allerdings, dass sie am Ende ihres Kommentars zugibt, dass es damit letztlich auch gegen die Frauen geht. Denn das Problem ist, und das wird von, also Problem in Anführungszeichen, und das wird auch von Jessica Quick erkannt, dass viele Frauen aus freien Stücken eben diese Führungsposition nicht anstreben. Und dann sagt sie, ich zitiere, gegen die bestehende Diskriminierung brauchen wir härtere Bandagen, mutig aber konsequent wäre die Einführung einer Frauenquote, einer temporären. Diese sollte so lange gelten, bis jeder, auch wir Frauen, verinnerlicht haben, dass Führung auch Frauensache ist. Schuld sind also jene Frauen, die das nicht verinnerlicht haben und die sich nicht bewerben um Führungspositionen. Das ist nichts anderes als eine Gleichstellungsdiktatur, die mittlerweile von allen Altparteien vertreten wird, auch von der CDU. Siehe Frauenquote in der CDU. Die AfD ist demgegenüber die einzige noch liberale Partei, die sagt, Frauen sollen alle und Männer sollen alle Möglichkeiten haben. Wenn eine Frau sich für Karriere und Führungspositionen entscheidet, ist das gut. Wenn sie sich dagegen entscheidet und für Familie entscheidet, ist das auch gut. Der Staat hat sich hierzu enthalten. Er hat allen Bürgern alle Möglichkeiten zu eröffnen, aber er darf niemanden drängen, sich in gewisser Weise zu verhalten und ja, sozusagen einen gewissen Lebensentwurf zu präferieren. Macht er aber, wollen die von der Presse. Ja, und wir kritisieren das sehr zu Recht. So, jetzt noch am Schluss zur Lage in Weißrussland. Die Mitteldeutsche Zeitung, es geht ja immer weiter, die Mitteldeutsche Zeitung hat das kommentiert in ihrer Ausgabe Wochenende 15. 16. August auf Seite 6. EU spielt in Minsk keine Rolle. Klingt ja ganz gut, der meint das so, dass ja, die EU dort keinen Einfluss hat und dass sie eine Rolle spielen sollte. Ich meine aber, dass die EU sich hier heraushalten sollte, denn unabhängig davon, wer Recht hat und wer nicht Recht hat in Weißrussland, ist es doch eine innere Angelegenheit dieses Staates. Und das war früher mein Leitkonzept der internationalen Politik, die Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines fremden Staates. Und darauf sollten wir uns wieder besinnen und nicht auf dieses verlogene Konzept der Schutzverantwortung, das also Eingriffe in fremde Staaten ermöglicht und legitimiert. Nicht-Einmischung, das wäre auch der Königsweg jetzt im Umgang mit der Situation in Weißrussland. Damit bin ich für heute am Ende und ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Bis nächste Woche.